Hallo und herzlich willkommen, hier ist euer Vladimir und heute spiele ich mit euch A Fistful. Ja, nein, Fist of a Gun. Oder Fistful Gun. Fistful Gun, so hieß das Spiel. Steht da nicht im Namen des Spiels. Da mit dem Spielenamen merken bin ich nicht so gut. Das Spiel ist so im Wilden Westen angesiedelt, wo man halt, sieht man hier schon, Leute gesucht werden, man auf sich schießt gegenseitig. Und ist so ein Spiel von Devolver und ich finde einfach, wir sollen mal das Spiel jetzt einfach mal starten. Und zwar, ich spiele den Story-Modus. Es gibt noch Online versus und Arcade. Mal Options kurz anschauen. Sound, Music, also Controller wird auch empfohlen, aber ich spiele mit das Joypad 1, okay. X, Z. Ja. In Ordnung. Qualität. High. Ist ausgewählt. Fullscreen. Perfekt. Weg. So siehst du, Fistful of Gun. Das ist das Spiel. So. Und dann Story. Einige Jahre davor. Was war einige Jahre davor? Soll ich wirklich draufdrücken, um das jetzt zu überspringen, oder geht's weiter? Okay. Ich überspringe mal. Relived a Railroad Baron Clayton Boone. Railroad ist, glaube ich, Eisenbahnweg Baron. Weil Rail, das sind ja bei Minecraft die Eisenbahnschienen. Foles said he had made a deal with the Devil. Er hat einen Deal, einen Handel mit dem Teufel gemacht. To crush anyone who opposes his railroad. Ich glaube, um jeden, der über seinen Weg geht. Aber niemand hat den The Righteous Psychosis of a Hieronged. Ich glaube, mit ihm hat niemand gerechnet, mit dem Typen da vorne. Weil die Schrift ist recht groß und irgendwie komplex zu lesen. Akt 1. Ach, wie ich das liebe, Wilden Westen. Jetzt muss ich einen Charakter holen. Aha, das. Barrel 1. Ohne Maus spiele ich das, okay. Okay, die anderen habe ich nicht freigestellt, wie sie. Aha, okay. Barrel 1, also. Barrel 1, 2. 1, 2, okay. Ich mach mal die Musik etwas leiser. Und den Sound etwas leiser, so dass man mich im besten Fall besser hört. Ziege, Move, Shoot. Noah. Ja, ich werde Mr. Pirat. WASD, Shift. Ja, WASD, Shift und Link. Start F2. Wollte ich gar nicht. Das war's. Okay. Nachladen. Und schon wieder. Nein, das so geht's nicht. So, also. Okay, immer Auswahl. Ich fühle mich wie in diesen Space Invaders, wisst ihr das? Verdammt! Also links. Gut, erwischt. Geld aufsammeln. Schon wieder! So geht das nicht! Ich bin nicht der schlechteste Schütze, aber vielleicht sollte ich wirklich das mit dem Controller spielen. Egal, ich habe ein Feld, Und raus mit mir. Nachladen. Komm schon, bam, ich bin hier. Ja! So, das war. Warte, den muss ich auch noch töten. So. Renn ich? 8, 7. Was passiert jetzt? 5. 4, 3, 2. Also die Umgebung ist zerstörbar. Was? Ich bin jetzt gestorben. Ah, scheiße. Ich hatte es auch richtig gut. So einen richtig guten Lauf.
Alle meine Leben sind tot. Das war's. Wer nicht wagt, der nichts verliert. Akt 1. Mhm. Das Video war davon nicht da. Doch, das war ja kein Video. Abel habe ich auch. Stop to cloak. Okay. Dann geht's los. Was? Nein, so geht es nicht. Aha, ich bin so ein Art Sniper. Alle in einer Reihe. Da war doch der Boss. Da ist er, warte. Ah, verdammt. Also ich bin richtig schlecht. Also man muss sich hier einspielen. Das mag ich an diesem Spiel. Ich dachte, ich hab's. Du hast mir mein Fett getötet. Und ich lauf da rein. Noch schon wieder. Super, die beiden habe ich ausgeschaltet. Mein Pferd. Das war's. Again. Ich schaff das. Also. Das Spiel macht mich schon etwas böse, ja. Also. Ich mag's gar nicht. Ich werde hier einfach über den Haufen geschossen. In der nächsten Aufnahme versuche ich es mit einem Controller. Ich habe das ein PlayStation 4 und nicht eine Xbox One, aber das geht ja auch. Ich glaube, ich war der gerade eben. Ich hoffe, der hat eine Minigun. Was hat er da? Sniper? Der Pistolett. Ne, da hatte ich der, wenn der Sniper war. Nehm mal. Ja, genau, beginn. Ja, einfach schießen. Nachladen. Das war's. Nachladen, also Linksklick ist immer nachladen. Und Rechtsklick ist schießen. Wieder läuft eine Zeit ab. Als da vorne Zeit ablief, starb ich. Was ist jetzt passiert? 12 Meilen zu gehen. Oh shit, was ist das jetzt für eine Kacke? Ich fühle mich wirklich, als ob ich Space Invaders bloß mit einem Cowboy anstatt im Raumschiff spiele. Warum ist jetzt rot? Wer kommt da von da oben? Bin ich ja in die falsche Richtung gelaufen. 11 Meilen zu gehen. You better say your prayers and slick your hair down, Partner. Ich glaube, ich soll beten und mein Haar runterlegen. Nobody likes an Antikorps. Regnet es? Oder rauscht das Spiel einfach? Irgendwie klingt das so rauschen im Hintergrund. Now when the coin hits the ground, go for your guns. Okay, wenn der die Münze auf den Boden kommt, ziehen alle an den Waffen. Amigos. Die haben hier auf dem Friedhof gekämpft. Passen wir. Ich muss nach da oben gehen. Ich werde gesucht. Bin ich da mal ins Wien geht ja. Oder ist mein Leben? Wenn es mein Leben ist, dann habe ich mal diesmal Glück gehabt. Das ist viel Glück. Hey, you are wanted for crimes and stuff. Ja, das war doch hier. Ich bin gesucht. Oh. Da habe ich gerade geschlafen. Das ist wohl so. Ich versuche den Baron zu töten und währenddessen habe ich Zufallsbegegnungen auf meinem Weg. Es sind ja noch 11 Meilen zu. Ich frage, was ich mit dem Gold
alles kaufen kann. Friedhöfe. Gehe ich nach da. Dort ist immer rechts. Manchmal ist es der gute Weg, manchmal aber auch nicht. So, you are the outlaw I have been looking for. Ja, ich bin der Gesetzesverstoßer, Verbrecher. I strongly advise you to man up and take your punishment. Nein, ich gebe mich nicht kampflos auf. Ohne mich, alter Mann. Which is carrying explosive pinata around for a day? What it gonna be? Na, spielen wir Pinata. Ah, ich darf nicht getroffen werden. Oh, scheiße. Pinata. Nein, ich schaffe es mit Pinata. Na, ah, das geht nicht. Na. Seht ihr, ich hab's geschafft. Was jetzt? Bin ich aber jetzt betrunken? Oder ist alles in Slow Motion? Oh, da gab's Geld. Für Vandalismus. Hat jemand wohl das versteckt? Es sieht aus, als ob da oben der Prediger wäre. Eine Segnung von meinem letzten Kampf. Damit ich in Ruhe schlafen kann. 8 Meilen zu gehen. Was war das? Cowboys? Das war's. Du bist auch böse? Ich wollte dich retten, Indianer. Mann, wir sind 3-mal schneller als der Pferd. Haben wir jetzt alle erledigt? Das sieht aus wie so eine Sängerband. Aber gleichzeitig kann das auch böse sein. Gehen wir hin. Wir sind jetzt sowieso ein Kriminalist, also ein Gesetzesverbrecher. Was ist das? Rote Schafe? Nee. Na lang. Nein! Okay. Da seid ihr. Ich wusste, dass ihr von oben kommt. Na lang. Sind sie gerade alle gegen die Kiste gelaufen? Langsam, Junge. Was jetzt passiert? 6 Meilen. Das Spiel hat irgendwie so, als ob man so in einem Drogenrausch wäre oder sowas ähnliches, wo alles so richtig in, als so jemand auf die Vorspieltaste gedrückt hat. Einfach abläuft, ja? Das fühle ich mich gerade. So wie das Spiel. Hold up, Outlaw. Also bleib stehen, Gesetzesverstoßer. Gesetzesverbrecher. Halt, Bandit. Ganove. You have been sentenced to community service. Aha, man hat mich vogelfrei gemacht. I want you to develop your nurturing side by looking after this piggy. His name is Michael. Michael. Ah, ich muss ein paar Entschuldigung. And he likes it best when you tackle his tail. Muss ich wirklich jetzt? Ich muss jetzt mit einem Schwein herumlaufen? Nicht leichter als das? Und es ist geschafft. Ich frage es, ob ich das Schwein jetzt behalten darf und es bei Gelegenheit verspeisen darf. Eigentlich möchte ich in irgendeinem Laden. Ich habe 10.000 Münzen, 3 Spielkarten. Und das kann ich ja mal bei einer Runde Poker Blackjack verspielen. I challenge you to a duel. Er oder die alle da? Die Kuckucksanhänger. No kicking, gudging, bombing or heavy petting. And no shooting till the coin hits the ground. Dachte ich wäre getroffen. Bam, bam. So, nachladen und in die nächste Ebene. Wie viele Meilen bleiben mir noch? 4.
Aha. Machen sich selber fertig. Das TNT. Letztes war das ein Molotow-Cocktailwerfer. Gab's da gar nicht zu der Zeit. Oder doch, ich weiß es ja nicht. Wäre eine Google-Frage. Du brennst. Mann, der kommt und rettet ihn immer. Gold. Gold. Goldbahn. Wo das Auge schaut. You have got to help with town saving a hold on. But the smell of sausage has attracted a pack of wild bulls. Also ich glaube, wir haben so ein Barbecue-Fest und der Geruch von Würste haben eine Horde wilder Bulle angelockt. Sie werden das Festival ruinieren, wenn wir sie nicht aufhalten. Logisch, nichts einfacher als das. Von wo kommen sie? Entscheiden, ach, das ist meine Entscheidung. Ich gehe zu den Karten. Ich hoffe, Karte heißt Festival. I can tell from the way walk what you are gambling, man. Gambling, das muss ich mal nachschlagen. Now what say we play little game? Ja, wir spielen ein kleines Spiel. Match two cards to win an ace card. Ich habe glaube ich nicht genug Geld, ja. Ja. Geht leider nicht. Dann gehe ich mal zu den Schienen. 2 Meilen. Oh. Habe ich nicht aufgepasst, wo bin ich? Da habe ich nicht gerade aufgepasst, wo ich war. Ist überall TNT. Ach, verdammt! So, fett habe ich. Los geht's. Bam, 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 bam. Weiter, los geht's. Bin der Wilde Westen. Billy the Kid bin ich nicht, Vladimir the Kid. Nee, es wäre schon Master Kid. So ähnlich? Nein. Alles gut. Alles gut. Kommt schon. Oh no! I told my super low winter sale will go unnoticed. Okay. Ein Fireman, Cold Diplomat, Cold Terminator. Cold Terminator, zweimal dieselbe Waffe. Eine Uhr. Nun, die teuerste ist die mit 33.300. Kann ich nicht kaufen. Dann wird Cold Diplomat gekauft mit 16.000. Teuer ist gut, Hobby mal. Ja, ich glaube, jetzt hätte ich genug Geld, oder? Okay. Also das Spiel, schnell entscheiden. Wir gehen zum Weißen Kreuz. 1 Meile zu gehen. Ein neutrales. Sind wir neutral? Neutral. What Clayton Boone is such a jackass. Any enemy of his favorite customer of mine. So I will let you buy one of my blessing at a very competitive price. Oh, leider habe ich nicht genug, tut mir leid, Friends. Nein. Das war neutrales Gebiet. Ich will ja nicht jeden töten, über den Haufen schießen. KKK Russia. But who's what goofing around on my tracks? Das bin ich. Mr. Clayton Boone don't approve the goofing around. And I will straight out kill anyone I find doing it.
Yes, sir, I will dip her asses in molasses and gobble them all up. Hahaha, delicious. Erledigt, so schnell. Was ist das für eine Maschine, die er da gebaut hat? Bam, 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 bam. Das Pferd erwischt. Shit, 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 shit. So hat er mich erwischt. Again. Ich hoffe, ich fange nicht von Null an. Wenn ich von Null anfange, dann höre ich die Aufnahme. Ich glaube schon, ich fange von Null an. Nee, doch, ich fange von Null an. So, Leute, das war der erste Eindruck zu der Folge. Und ich muss sagen, es hat mir persönlich Spaß gemacht. Es ging manchmal sehr, sehr schnell. Aber Abel, der Revolverheld, der war der Beste. Noah, der Pirat, nein. Silke, der Sniper, für mich auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.